Seit 2015 ist dem Kanzleramt bekannt, dass Fahrverbote drohen. Erst dieses Jahr wurden erste Maßnahmen gegen Fahrverbote ergriffen von der Regierung, die objektiv gesehen ja nicht wirken, weil ein Fahrverbot nach dem anderen kommt und Millionen Menschen dadurch auch ein Stück weit enteignet werden. Sie haben kurz vor der Hessenwahl eine Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes vorgeschlagen. Ich habe auch Sympathie dafür, den Grenzwert anzugehen. Aber meiner Meinung nach muss man dies auf europäischer Ebene tun, weil es ein europäischer Grenzwert ist. Und auch die Rechtsprechung macht hier Fragezeichen, ob das wirksam ist. Deswegen die Frage, wäre es nicht sinnvoller, stattdessen im nationalen Recht den Spielraum auszunutzen bei den Messvorschriften? Das würde in der Anlage 3 der Bundesemissionsschutzverordnung gehen, weil wir ja feststellen, dass wir zwar in der Regel korrekt nach deutschem Recht messen, aber anders messen als im Rest von Europa, also näher am Auspuff. Deswegen die Frage, ob Sie das korrigieren wollen. Also zu den Messstellen. Ich habe neulich einen Kommunalgipfel veranstaltet, auf dem die betroffenen Kommunen alle anwesend waren und nicht eine einzige hat sich bereit erklärt, überhaupt darüber nachzudenken, die Messstellen zum jetzigen Zeitpunkt zu verändern. Vielleicht können Sie mit Ihren Vertretern auf kommunaler Ebene dann da nochmal in die Richtung arbeiten, dass man die Spielräume ganz ausschöpft. Aber die Kommunen waren dazu nicht bereit angesichts der augenblicklichen Lage.